Hinter mir seht ihr es, St. Wolfgang am wunderschönen Wolfgangsee. Und das ist, wie ich meine, ein kleiner Geheimtipp. Und deswegen zeige ich dir hier, wenn du Lust hast, einen Campingplatz, wo man durchaus ein schönes Wochenende oder auch längere Zeit verbringen kann. Wenn dich das auch interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute präsentiere ich euch einen kleinen Campingplatz am, wie ich meine, wunderschönen Wolfgangsee. Das ist auch so ein kleiner Geheimtipp von meiner Seite. Ich persönlich war hier seit über 20 Jahren nicht mehr und ich habe ihn jetzt wieder mit ganz anderen Augen entdeckt. Und ich möchte euch zuallererst ein bisschen die Lage des Campingplatzes zeigen. Wo befindet er sich? Wir gehen natürlich ein bisschen darauf ein, was kann man hier am Wolfgangsee alles so machen und erleben. Ich zeige euch dann aber ganz genau die Ausstattung des Platzes und zu guter Letzt gibt es dann noch mein persönliches Fazit. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Deswegen können wir jetzt sofort starten und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Der Campingplatz mit dem Namen Romantik-Campingplatz Lindenstrand liegt direkt am Wolfgangsee. Dieser befindet sich im Salzburger Land, ca. 30 Kilometer östlich von Salzburg. Mit dem Camper sollte man von München aus eine Fahrzeit von ca. 2 bis 3 Stunden einkalkulieren. Der Platz selbst liegt sehr ruhig direkt am Seeufer. Zum nächstgrößeren Örtchen St. Gilgen braucht man mit dem Fahrrad ca. 15 Minuten. Der Platz wird von einer Straße getrennt, das ist allerdings eine Sackgasse und es befindet sich nur noch ein weiterer Campingplatz dahinter, der Durchgangsverkehr ist also durchaus akzeptabel. Ich hatte das große Glück, noch ohne Reservierung einen Platz direkt am Ufer zu ergattern, und zwar Platz 44. Allerdings muss man hier wirklich dazu sagen, in der Hauptsaison muss man das vorab unbedingt reservieren, sonst hast du hier überhaupt keine Chance. Auch wenn der Platz an sich sehr viele Stellplätze bietet, so sind die Plätze vorne am Ufer direkt doch sehr rar. Und generell fällt mir auch auf, dass hier in weiß gekennzeichnet viele Plätze für Dauercamper reserviert sind. Und was die Freizeitaktivitäten betrifft, so ist das Gebiet hier am Wolfgangsee schier unerschöpflich. Angefangen bei allen Wassersportarten, die man sich vorstellen kann und man an so einem See durchführen kann, über das Wandern, unterstützt durch tolle Bergbahnen und eine wunderschöne Zahnradbahn am Schafberg, bis hin zum Paragliden, Mountainbiken, aber auch für ganz gemächliche Fahrradtouren ist hier gesorgt, denn direkt am See entlang gibt es wunderschöne Radtouren, man kann sehr schön spazieren gehen und vieles, vieles mehr. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz und wenn es einen wirklich juckt, dann macht man eben einen kurzen Abstecher rüber nach Salzburg. Jetzt wisst ihr, wo sich der Platz befindet und was man hier alles so anstellen kann am Wolfgangsee. Natürlich kann man da noch eine Menge mehr machen. Schreibt das gerne unten in die Kommentare, was ihr hier gerne machen würdet oder was ihr hier schon alles getrieben habt und empfehlen könnt. Das würde mich sehr interessieren. Und wir machen jetzt aber weiter mit der Ausstattung des Platzes, denn hier hat es nicht nur einen riesen Spielplatz, sondern eine ganze Menge mehr. Beginnen wir bei den Stellplätzen. 209 sind es in der Zahl, unterteilt in am Seeufer, bei den Linden, im Obstgarten oder auf der Sommerwiese. Alle Plätze sind zwischen 70 und 100 Quadratmeter groß. Der Platz ist gerade angelegt, dennoch ist es ratsam, Stützen oder Keile mit beizuhaben, um die ein oder andere Unebenheit ausgleichen zu können. Strom steht an jedem Platz zur Verfügung, teilweise sogar Wasser. Und es gibt auf dem gesamten Platz freies WLAN, das übrigens sehr, sehr gut funktioniert hat. Sprechen wir jetzt über die Ausstattung des Platzes im Detail. Und wir haben es vorher schon gesehen, der Platz wird durch die Straße in zwei Teile geteilt. Und deswegen ist die Ausstattung eigentlich auch gedoppelt. Auf der kleinen Seite zum Ufer hingewandt ist alles ein bisschen kleiner, auf der anderen Seite alles ein bisschen größer. Wir beginnen mit der kleinen Seite. Am Eingang befindet sich eine Schranke, die durch Kennzeichenerkennung zwischen 7 und 23 Uhr automatisch öffnet. Zudem befindet sich hier die Rezeption, wo man sehr freundlich empfangen wird und über alles informiert und aufgeklärt wird. Direkt neben der Rezeption befindet sich dann noch der kleine Shop, der zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr und 14 Uhr und 18 Uhr geöffnet hat. Hier findet man alles, was man im Alltag so brauchen kann, sehr liebevoll gestaltet und auch hier ein sehr, sehr freundliches Personal. Der nächste große Supermarkt befindet sich in St. Gilgen, ca. 5 Kilometer entfernt. Richtung Strobel habe ich dann noch einen anderen spannenden Laden entdeckt, und zwar den Laden Wolke 7. Das ist ein Hofladen eines Bauerns, der in erster Linie Schafe züchtet und deswegen gibt es hier natürlich auch speziell Produkte rund um das Thema Schaf, aber auch andere heimische Produkte wie Honig, Schnäpse und vieles, vieles mehr. Das Besondere sind die Öffnungszeiten, denn diese sind von 6 Uhr bis 21 Uhr. Warum? Das Ganze basiert auf Selbstbedienung. Du musst am Ende deine Produkte, die du haben möchtest,
selber scannen und dann am Automaten bezahlen. Thema Automaten ist eh was, was mir hier aufgefallen ist. Es gibt an allen Ecken und Enden Automaten. Wenn du also spontan noch an deinem Campingplatz grillen möchtest und es ist schon spät nachts, es ist alles kein Problem, denn es hat hier überall Automaten. Jetzt aber Schluss mit den Automaten. Wir machen weiter mit dem Campingplatz und hier gibt es am Donnerstag immer was Besonderes und zwar einen Foodtruck. In meinem Fall kam heute ein Foodtruck mit Pizzen, die lasse ich mir jetzt schmecken und ihr macht in der Zwischenzeit weiter mit dem Sanitärgebäude. Dieses ist von allen Plätzen sehr gut erreichbar und man sieht, dass es sehr neuwertig ist. Geht man hinein, stellt man fest, dass sowohl die Toiletten als auch die Duschräume alle super sauber sind. Duschen haben alle eine kleine Trennwand, sodass die Klamotten nicht gleich alle nass werden. Und manche Duschabteile haben sogar noch ein eigenes Waschbecken, also ein eigener Waschraum, wenn man so möchte. Darüber hinaus befindet sich hier noch der Abwaschraum und ein Raum für die Entsorgung der Chemietoiletten. Hinter dem Haus befindet sich dann noch ein kleiner Spielplatz. Das Besondere an diesem Haus ist, finde ich, wenn man die Treppen hochgeht. Denn hier ist zum einen eine kleine Spielarea für die Kids, wenn es mal regnen sollte. Auf der anderen Seite aber auch für uns Erwachsenen ein Ruheraum, wo man arbeiten kann, wo man sich ein bisschen erholen kann, wo es eine kleine Bibliothek gibt und wieder einen Automaten. Gehen wir jetzt aber zusammen auf die andere Seite der Straße und hier sieht man schon an den Wegweisern, dass es hier ein bisschen mehr zu bieten hat, zum Beispiel das Stadelbad. Hier befinden sich rollstuhlgerechte Badezimmer, ein Wickelraum und ansonsten natürlich auch Toiletten und Duschen, Waschräume. Besonderheit ist hier ein großer Raum mit Waschmaschinen und einen Waschraum für unsere lieben Vierbeiner. Jetzt aber genug mit dem Sanitärgebäude. Wir finden hier noch andere spannende Sachen, zum Beispiel eine überdachte Tischtennisplatte und einen sehr großen Spielplatz. Ein großes Thema gibt es natürlich noch und das ist die Müllentsorgung. Auf beiden Seiten der Straße hat man hier ausreichend Mülltonnen zur Verfügung und auf der größeren Seite der Straße hat man dann auch die Entsorgung für das Grauwasser des Campers. Im vorletzten Teil möchte ich noch kurz über die Preise sprechen. In der Nebensaison zahlt der Erwachsene 9,50 Euro für die Übernachtung, zuzüglich natürlich des Stellplatzes. Und hier richten sich die Kosten nach der jeweiligen Kategorie und man zahlt zwischen 10 und 20 Euro pro Nacht. Ein Hund liegt bei 4,70 Euro die Nacht. Schreibt bitte gerne in die Kommentare, ist das viel oder wenig, denn da kenne ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht aus. Es kommen nochmal 2,50 Euro. Ortstaxe pro Erwachsene dazu und natürlich auch, wenn man ihn braucht, den Strom mit 90 Cent pro Kilowattstunde. In der Hauptsaison kommt dann nochmal ein kleiner Obolus drauf, der Erwachsene zahlt dann beispielsweise 11 Euro und die Stellplätze kosten alle 2 Euro mehr. Hier seht ihr nochmal meine Rechnung. In der Nebensaison habe ich gezahlt für einen Erwachsenen und die Stellplätze. Eine Nacht war ich auf einem preiswerteren Stellplatz für 15,50 Euro und dann war ich noch 3 Nächte direkt am Seeufer. Und damit habe ich in Summe gezahlt 123,50 Euro. Das bedeutet also knapp 31 Euro pro Nacht. Kommen wir damit noch zu meinem persönlichen Fazit. Also, was sage ich zu dem Platz? Ich fange mal mit den negativen Sachen an. Ich finde, einmal ist es alles sehr, sehr eng. Also es wirkt sehr, sehr gedrungen. Du hast nicht sehr viel Privatsphäre an deinem Platz selber. Es ist zwar alles sehr verwachsen, aber na klar, dadurch, dass halt der Platz am See rar ist, wird halt jeder Quadratmeter genutzt. Und das, finde ich, merkt man. Aber das ist wahrscheinlich auch normal für Plätze am See. Und ich habe mich hier umgeschaut, habe mir auch andere Plätze angesehen. Und die sind sich da alle sehr, sehr ähnlich und wirken alle sehr gleich. Positiv fällt mir auf, dass die Qualität der Ausstattung sehr hoch ist. Also die Badezimmer sind wirklich sehr modern, die sind immer tipptopp sauber. Du hast einen tollen kleinen Laden, wo du richtig schöne Sachen bekommst. Die Leute sind alle super lieb und freundlich und du fühlst dich hier wirklich willkommen. Das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig.
Und du bist halt an einem wunderschönen Platz. Also ich habe diesen Wolfgangsee echt sehr genossen. Du kannst dann morgens mit dem SUP raus, du kannst dann paragliden, du kannst wunderschön Radfahren, du kannst Mountainbiken, aber auch eben in der Strecke entlang fahren, weil dieses Tal auch sehr breit ist. Also das ist nicht nur der See und danach, daneben sind die Straßen, sondern das ist wirklich sehr, sehr breit, dieses Tal. Und damit kannst du eine ganze Menge machen. Vieles, vieles mehr. Und deswegen finde ich diese Ecke so schön und ich hatte die total vergessen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es für euch alle so ein bisschen Geheimtipp ist. Für mich war es mal wieder ein Tipp, wo ich sage, hey, Mensch Markus, kleiner Tritt in den Hintern, hier musst du wieder öfter her, denn ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr alle dazu schreibt. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit dem Wolfgangsee? Wenn ja, schreibt das alle super gerne in die Kommentare. Ich freue mich jetzt auf eure Meinung und natürlich auch sehr gerne auf andere Tipps, andere Gegenden, andere Campingplätze. Schreibt es mal gerne rein, welchen Platz ich für euch mal besuchen soll, dann würde ich das sehr, sehr gerne machen. Ich freue mich über jeden Tipp. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über ein Like, wenn ihr sagt, hey, das Video hat euch wieder was gebracht. Egal, ob euch der Platz gefällt oder nicht, das Like, das wäre eher für mich gedacht. Und wie euch der Platz gefällt, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich sehr dafür. Und wenn ihr total wild seid und solche Videos nicht verpassen wollt, dann sehr, sehr gerne abonnieren und auf die Glocke drücken, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier ein neues Video bei Fan4Van rund um das Thema Camping und Wohnmobile gibt. Und ich vergnüge mich jetzt noch ein bisschen und wünsche dir jetzt ganz, ganz schöne Touren, egal wohin auch immer ihr reist und welche Campingplätze ihr besucht. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao. Schon der Wahnsinn, was ich für eine Sportskanone bin.